InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Die FPÖ rät Lutz zu einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Die Bürgerbefragung zum Einkaufszentrum Ried und die derzeit in den Medien veröffentlichten Daten und Fakten zu diesem Thema wurden kritisiert. Wie Sie alle wissen, ist ja vorige Woche der Stimmzettel für die Bürgerbefragung, ob Einkaufszentrum ja oder nein, ausgesandt worden. Und unserer Ansicht nach birgt dieser Stimmzettel sehr viele Fragen, beziehungsweise sind wir von Rieder Bürgerinnen und Bürgern angerufen und auch direkt befragt worden, wie eben diese Abstimmung vonstatten gehen soll. Das heißt, wenn man die Frage 1, also ob man für ein Einkaufszentrum ist oder nicht, wenn man die mit Nein beantwortet, ob man überhaupt dann noch die Möglichkeit hat, eben die Frage 2 zu beantworten. Es steht nämlich ausdrücklich drauf, wenn ja, dann die Frage Einkaufszentrum Rieder Messe oder Einkaufszentrum Gasten und Öler. Und das hat eben dazu Irritationen geführt und das wollten wir heute aufklären. Und wie lassen sich diese Irritationen jetzt aufklären? Ja, ganz einfach, indem wir die Rieder Bevölkerung informieren, dass an und für sich sehr viele Varianten möglich sind. Das heißt, man kann auch die Frage 1 gar nicht beantworten und die Frage 2 eben dann die Entscheidung treffen, ob, wie gesagt, Einkaufszentrum Rieder Messe oder Gasten und Öler. Man kann die Frage 1 beantworten. Wir haben das Ganze zusammengezählt und ich glaube, wir sind auf 12 verschiedene Varianten gekommen. Ich kann nur die Rieder Bevölkerung aufrufen, ihr Wahlrecht oder ihr Recht auf Bürgerbefragung wahrzunehmen und ihren Willen eben dementsprechend kundzutun. Wenn es auch nicht vielleicht ganz so ist, dass man sagt, der Fragebogen ist sehr verständlich, trotzdem soll jeder Bürger seinen Willen kundtun. Die Zahlen und Daten, die bisher veröffentlicht worden sind, sind Ihrer Meinung nach so auch nicht gültig, was jetzt das neue Einkaufszentrum betrifft? Ja, es ist richtig. Derzeit zahlt ja die Rieder Messe Miete und es wird immer darauf hingewiesen, dass man auf 90 Jahre 54 Millionen Euro erzielen kann. Aber jeder seriöse Kaufmann kann das höchstens auf 15, maximal 30 Jahre vorausberechnen und daher ist dann der Betrag wesentlich geringer. Und wenn man davon ausgeht, dass die Messe derzeit einen ähnlichen Betrag an Miete zahlt und man eher damit rechnet oder wir damit rechnen, dass dann im nach Errichtung eines Einkaufszentrums die Messe das nicht mehr zahlen kann, dann ist es aus unserer Sicht ein Nullsummenspiel. Ihrer Meinung nach geht die Miete jetzt auch nicht, wie bereits veröffentlicht, direkt wieder an Investitionen in die Messe. Warum? Nein, das wird gar nicht möglich sein, weil die Miete kassiert der Eigentümer und das ist die Energie Ried und ich glaube nicht, dass die Energie Ried die Infrastruktur der Messe noch finanzieren wird bzw. errichten wird. Ich glaube, das Verkehrsproblem in der Bruckner Straße ist sicherlich nicht gelöst. Ich gebe zu, dass auch das Verkehrsproblem bei Kasten und Öler eines sein wird, aber das hält sich aus unserer Sicht die Waage. Es werden Lösungen gefunden werden müssen, aber es kann nicht sein, dass das eine jetzt positiver hervorgehoben wird und das andere eher dann negativer. Natürlich hat jeder Betreiber und auch die Gemeinde und die verschiedenen Fraktionen unterschiedliche Sichtweisen der Dinge und ich glaube, dass die Bürgerbefragung viel zu verfrüht war. Man hätte vorher ordentliche Aufklärung betreiben müssen und den Bürgern die Tatsachen auf den Tisch legen und vor allem auch klar machen, wie die Formulierung dieser Befragung sein soll. Und ich fordere halt alle Parteien auf, dass sie die Bürger nämlich wirklich objektiv informieren und nicht durch irgendwelche Folder, wie sie jetzt zum Teil verschickt worden sind, weil das ist eigentlich eher im Bereich der Werbung und wenig im Bereich der Aufklärung. Der Rieder Messepräsident Franz Thiem sieht die durch die Planung des Shoppingcenters hervorgerufenen Attacken gegen die Messe rufschädigend. Ja, als Repräsentant der Messe muss ich natürlich sagen, dass der Messebetrieb, vor allen Dingen mit der Landwirtschaftsmesse, durch ein Einkaufszentrum massiv gefährdet werde. Ich möchte also nicht behaupten, dass es keine Landwirtschaftsmesse mehr geben sollte, weil eine Landwirtschaftsmesse in Ried seit Jahrzehnten so positioniert ist, dass das eigentliche Erlebnis einer Messe für das Innviertel, für Österreich und alle, die mit der Landwirtschaft zu tun haben, zum Top-Erlebnis wurde. Wenn es eine andere Landwirtschaftsmesse geben sollte, besteht natürlich das Risiko bei einem reduzierten Gelände, dass zunächst der Aussteller entscheidet, ob er diese Messe annimmt
und dann erst auch der Besucher wieder herkommen muss mit der eigentlich gleichen Erwartung, die er vorher gehabt hat, die dann womöglich nicht mehr erfüllt ist, dann gibt es noch eine Landwirtschaftsmesse in reduzierter Form und was am meisten zu befürchten ist, wahrscheinlich hinterher gar keine mehr. Das heißt aber eine Landwirtschaftsmesse ohne Volksfestcharakter. Das kommt extra noch dazu, weil jeder, der also in der Bürgerbefragung seine Stimme abgibt, weiß, wenn er die Beschreibung genau liest, dass das am Volksfestgelände ist und daher auch kein Volksfest in dieser Form mehr denkbar ist. Man kann natürlich ein Volksfestgelände auslagern an andere Standorte, wo vielleicht Platz genug ist. Aber ich halte nichts davon, dass man diese traditionellen Gefüge, die man jetzt kennt, dadurch unterbricht, indem man mit einem Einkaufszentrum das Gelände auf ein Maß reduziert, wo unsere Cash-Cow, also dort, wo wir alle zwei Jahre das Geld verdienen, dadurch ruiniert wird. Und die auch schon angedachte Alternative, eine Landwirtschaftsmesse ohne Volksfest und ein Jahr darauf, also hier dann eine Warenmesse mit Volksfest zu machen? Messen zu veranstalten, haben insgesamt ein sehr hohes Risiko. Es ist nicht so wie in gestandenen Handelsbetrieben zum Beispiel, dass man ein Sortiment anbietet. Man muss ein Messethema haben, das Messethema muss wachsen. Dazu braucht man Aussteller, hinterher braucht man auch noch Besucher, die dieses Angebot annehmen. Also von Haus aus zu sagen, dass dann eine andere Messe so funktionieren wird, wie sich die damit befasst sind, das vorstellen, kann enorm daneben gehen. Gibt es Reflexion seitens der großen Landwirtschaftsaussteller? Ich meine, die Messevorbereitung für Landschaftsmesse dürften ja schon im Gange sein, auch wenn sie erst in 19 Monaten stattfindet. Ich kann nur sagen, dass wir derzeit dabei sind, eine Landwirtschaftsmesse 2009 so zu planen, wie sie 2007 stattgefunden hat. Die Herbstmesse 2007 war überaus erfolgreich und hat also für das Kalenderjahr 2007 insgesamt das beste Betriebsergebnis geliefert, das je die Rittermesse erzielt hat. Für das Jahr 2009 gehe ich von der Annahme aus, dass das Gelände so zur Verfügung steht, wie es jetzt ist, auch im Hinblick auf bevorstehende Wahlen, hintergründig angedacht. Aber was dann passiert, wage ich also nicht zu behaupten, dass wir hier einen erfolgreichen Weg vorgesehen haben. Das Kastner-Döhler-Projekt für Sie als Innenstadtkaufmann das Bessere? Das Kastner-Döhler-Projekt beurteile ich so, dass man ja wissen muss, dass für ein Verkehrskonzept, für ein Umweltverträglichkeitskonzept zunächst diese Dinge vorliegen müssen. Wenn also auf der einen Seite gesprochen wird, dass über ein bevorstehendes oder behauptetes Verkehrschaos ein Einkaufszentrum am Gelände von Kastner-Döhler nicht denkbar ist, dann muss man zunächst abwarten, wie über ein Verkehrskonzept, welche Menge an Autos zulässig ist. Daraus ergeben sich die Menge der Parkplätze und daraus ergibt sich logischerweise, wenn man Betriebskennziffern kennt und auch so beurteilen kann, auch eine Größe für ein Einkaufszentrum. Die ins Leben gerufene Initiative Pro Innenstadtkaufleute spricht sich gegen das vom Zentrum weiter entfernt liegende Messeareal aus. Aber auch beim Projekt Kastner und Öhler will man einer Verkaufsfläche von über 12.000 Quadratmetern nicht zustimmen. Die AG Brünnenstadt hat ganz klare Vorstellungen. Unser Wunsch wäre es, wie gesagt, alles so möglichst nahe dem Zentrum sein. Und das heißt, in der aktuellen Shoppingcenter-Frage sind wir für den Standort Kastner und Öhler, weil wir wissen, dass die Entfernung fußläufig ist und wir davon ausgehen können, dass das mit der Innenstadt harmoniert und sich ergänzt. Was spricht nun gegen den Standort an der Messe? Gegen den Standort an der Messe spricht, da wiederholen wir uns jetzt, die Entfernung. Gegen den Standort der Messe spricht ein bisschen auch einfach die Kostensituation. Die Parkgebühreneinnahmen in der Innenstadt sind höher als die Mieteinnahmen der Messe aus dem Einkaufszentrum wären. Und drittens spricht dagegen, dass der Trend wieder zu den Innenstädten geht. Gehen Sie in Großstädte, Einkaufszentren werden überwiegend oder fast ausschließlich in den Innenstädten gebaut. Lifestyle-Handel gehört in die Innenstadt. Eine Marktumfrage hat ergeben, dass die Befragten sich nach Alterslage und Wohndistanz zur Stadt Ried aussprechen, was im Klartext heißt, jüngere Kunden wollen das Messegelände, ältere das Projekt Kastner und Öhler.
Die Bewohner Reetz und der Umlandgemeinden sind ebenfalls für das innerstädtische Projekt. Ab längeren Anfahrtswegen gibt man auch aus verkehrstechnischen Gründen dem Messearealprojekt den Vorzug. In Hinblick auf die Wahlen im nächsten Jahr ist davon auszugehen, dass endgültige Entscheidungen davor nicht fallen werden. Am Freitag, dem 1. Februar, wird das Abstimmungsergebnis vorliegen. InsaTV wird darüber berichten.